Ich setze mal so eine Grenze, 30 Likes, schaffen wir heute die 30 Likes, das wäre richtig krass. Also heute bis ungefähr 21 Uhr wird zwar schwer, aber nein, Spaß, in 24 Stunden kriegen wir das auch hin. Immer unterwegs und mache Lauf für nur Schwachsinn, denn ich rauche und saufe viel Absinn und konzentriere dann am Morgen alles aus, wenn ich wach bin. Und Papa, mein, bist du ein cleverer Bursche, lässt du all den ganzen Mist. Willkommen zurück, ihr kleinen Lobis, bei mir, Lobius, und heute geht es weiter mit meinem Texture Pack. Ich werde heute erstmal anfangen, meinen Bogen ein bisschen zu überarbeiten, denn ihr wisst ja, ich habe dieses Problem mit diesem durchsichtigen Rand und ich weiß auch, wie ich das beheben werde. Das werde ich euch jetzt gleich einmal zeigen. Und zwar, ihr seht ja jetzt hier schon mal diesen Schleier. Hier ist es schwarz und da ist es etwas gräulicher, die Farbe. Und das werden wir jetzt ein bisschen bearbeiten. Danach werde ich die Lederrüstung anfangen, also ihr werdet das jetzt gleich sehen, also ich werde jetzt kurz in diesem Bogen ein bisschen bearbeiten. Danach werde ich die Lederrüstung schon mal anfangen, die ganzen Einzelteile fertig zu machen. Ich kann euch auch gleich mal sagen, ich habe ja gestern das Video gemacht, da hatte ich ja noch den Redstone-Erzblock, den Redstone-Block, den Smaragd-Block und sowas. Das werde ich euch gleich noch mal im Video zeigen, das habe ich auch noch ein bisschen geändert gestern Abend, weil da habe ich mich noch mal hingesetzt, habe ich das gleich noch mal gemacht, um es einfach ein bisschen schöner hinzukriegen. Und mal gucken, wie das jetzt wird, Leute. Ich setze mal so eine Grenze, 30 Likes, schaffen wir heute die 30 Likes, das wäre richtig krass. Also heute bis ungefähr 21 Uhr wird zwar schwer, aber nein, Spaß, in 24 Stunden kriegen wir das auch hin. Gut, fange ich auch direkt mal an, ja. Erstmal nehmen wir einen schönen Stift. Das wird jetzt auch eine richtige Fummelarbeit, sage ich euch, Leute. Das ist jetzt nicht mal hier so hingefuscht, ne, das ist jetzt wirklich. Da muss man auch schon richtig gucken, jetzt sieht man auch noch die hellen Stellen. Oh scheiße, jetzt habe ich Kacke gebaut. Da sieht man schon wieder, hey, der Lobby passt wieder nicht auf. Er macht einfach nur sein Ding und passt nicht auf. So, zack. Weil wir müssen ja auch in derselben Farbe bleiben. Und jetzt muss ich hier die ganze Zeit alles abgehen, damit der Pfeil perfekt wird. Und ja, Leute, spulen wir einfach mal ein bisschen vor, ne? Boah, Leute, jetzt habe ich schon mal die erste Reihe fertig und da sieht man schon mal, was das an Zeit kostet. Das ist richtig aufwendig und man sieht auch schon die ganzen Pixel. Beim normalen Default Minecraft Pack, ne, da ist es einfach nur 16 Pixel und ich habe hier, wie viel habe ich jetzt hier? Ich habe gar nicht mitgezählt. Ich glaube, mich würde das nicht wundern, wenn das hier 128 Pixel, glaube ich, sind auf einer Seite oder sowas. Vorbild lieber nicht, denn der Junge baut Mist. Ob ich irgendwann erwachsen werde, glaub nicht. Scheiß drauf, wie so etwas ändern, wenn es dope ist. Schnipp. Ich weiß nicht, wohin es uns nachbringt. In keinen Stau. Jetzt haben wir es geschafft. Jetzt haben wir nach ungefähr 8 oder gar nicht 12 Minuten haben wir das jetzt fertig gemacht. Ey, das ist richtig Arbeit, wenn ich daran denke, dass ich dann noch ein paar Dinge zu tun habe. Also, was ich hier noch alles zu tun habe, dann könnt ihr euch ja denken, was das für eine Arbeit ist. Zumindest speichere ich jetzt erstmal kurz den Arrow ab. Den werde ich euch gleich nochmal zeigen. Aber ich habe ja gesagt, wir fangen jetzt mal kurz mit dem Dingens an, mit der Lederrüstung. Die Lederrüstung werde ich gleich noch ein bisschen bearbeiten. Ich werde jetzt mal kurz die Models rausholen. Ja. Habe ich mir gedacht, Lederrüstung, suchen wir uns mal Leder raus, oder? Und ich muss sagen, das sieht doch mal gar nicht so schlecht aus, oder? Also da hier ist das so schon mal richtig fresh. Das setzen wir hier hinter. Okay, das ist schon mal nicht das Richtige gewesen. Duplizieren, okay. So, da haben wir es. Das ist jetzt die Lederrüstung. Das ist die Rüstung. Das ist das Model. Das will ich auch direkt abspeichern. Leder einfach. Ich weiß es jetzt nicht. Ich lasse es einfach mal unter Leder 1 da. Leder Layer 1. Datei speichern. Okay, perfekt. Direkt abspeichern. Dann kommen wir auch direkt zum zweiten Model.
So. Geht doch. Perfekt. Speichern unter einfach wieder Leder. Layer 2. Ihr könnt ja wie immer auch in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet, ob es gut aussieht. Weil ich muss sagen, es sieht gut aus und ich denke, euch gefällt das auch, Leute. Ich kenne ja euren Geschmack. Wir haben fast denselben, also daher. Speichern natürlich. Und jetzt kommen wir nochmal zu der ganzen Rüstung, aber da werde ich ein bisschen schneller machen, weil das wird ja sonst langweilig. So hoffentlich nicht, denn auch meine Mama denkt sich oft nur noch sick. Und ich gebe mir trotzdem keinen Fick. Mache, was ich will und das ist schon so richtig. Yeah. Ich weiß nicht, wohin es uns noch bringt. So Leute, jetzt sind wir einfach mal in-game. Mal kurz auf Welt. Und gucken wir uns jetzt einfach mal an, wie das aussieht. So, hier habe ich jetzt erstmal die ganzen Blöcke. Da könnt ihr gerne zuschreiben, wie ihr die findet. Ich bin von den Smaragd-Block noch nicht so überzeugt. Da könnt ihr aber gerne nochmal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Ja, die ganzen Blöcke habe ich fertig gemacht. Redstone habe ich auch fertig gemacht. Den Redstone-Block einmal. Hier den ganzen das Erz und sowas. Und jetzt gucken wir uns einfach mal kurz die Leather-Rüstung an. Die sieht aber noch standardmäßig aus. Die sieht nicht nach meiner aus, die ich hier gerade habe. Das ist ein bisschen verwunderlich. Komisch. Aber wir ziehen die kurz an und gucken dann mal, wie es aussieht. Vielleicht habe ich einen Fehler gemacht. Nein, habe ich nicht. Es sieht alles gut aus. Nur, dass ich da noch ein paar Dinge ändern muss. Oder ich lasse die auch so. Weil so schlimm sieht das gar nicht aus. Dieses Overlay, was ich da habe. Ja, das ist, wie es aussieht, noch ein bisschen störend. Aber ich muss sagen, Leute, es sieht schon mal gut aus. Das wollte ich euch zeigen. Ich zeige euch jetzt nochmal schnell den Pfeil, um einfach zu gucken, ob das, was ich jetzt getan habe, einfach weg ist. Und ihr seht es ja. Der Pfeil sieht vernünftig aus. Ich kann ein bisschen weggehen. Und ja, er sieht vernünftig aus, Leute. Das ist sehr, sehr nice. Er funktioniert also. Also muss ich die Ränder ein bisschen dicker machen und dann würde ich sagen, wenn es euch wie immer gefallen hat, Leute, lasst einen Daumen da. Ich hoffe, wir schaffen die 30 Likes, wäre natürlich richtig fresh von euch. Macht's gut, bis morgen zum Türchen Nummer 8. Tschüss.